Hallo, willkommen zu Paper Mario! Mitten in Toadtown, der grafikverpackten Stadt. Letztes Part sind wir hergekommen, haben ein bisschen was gehört von Shy Guys, die einen Haufen Items stibitzen. Und warum habe ich gesagt, grafikverpackte Stadt? Also, ich habe jetzt ein paar Minuten lang herumprobiert. Ich habe das nicht wegbekommen, Leute. Ich habe herumprobiert und herumprobiert. Es ist immer dieses, ja. Naja, man sieht es, es wird einfach nicht besser. Nur in Mario sich bewegt, komischerweise. Das ist nur in Toadtown so. Ich habe jetzt bei einem anderen Ort mal umgeschaut. Da ist das nicht so stark. Das ist nur in Toadtown. Das ist irgendwie komisch. Hi. Meine Intuition sagt mir, dass sich die Shy Guys irgendwo in ein Haus verschanzen müssen. Was denkt ihr, Leute? Sollen wir nach ihr Versteck suchen und sie uns selbst verknüpfen? Ja, guter Plan. Aber hast du diese Kerle schon mal laufen gesehen? Sie sind viel zu schnell. Warte, ich weiß. Warum machen wir uns nicht unsichtbar? Die Shy Guys werden ihre Wasserkeit vergessen und sich uns zeigen. Da gibt es nur ein Problem, Jungs. Wie sollen wir denn unsichtbar werden? Die drei geben einen Tipp, wie man die Shy Guys findet. Aber schau mal, was im Hafen abgeht. Ist ja auch irgendwo ein Shy Guy. Anscheinend nicht. Hier ist nur der Club 64. Ein ziemlich cooler Club. Aber ansonsten geht hier nichts ab. Hey, siehst du das eigenartige inselähnliche Ding dort drüben? Ich habe es beobachtet. Von Zeit zu Zeit scheint es sich zu bewegen. Wie spukig. Ich frage mich, was es wohl sein mag. Was meinst du? Ein Inselding. Das könnte jetzt einiges sein. Also, wie findet man jetzt die Shy Guys, Leute? Sie sind nicht hier anscheinend, weil hier geht nichts ab. Dies ist der Hafen. Willkommen. Verzeihung. Shy Guys? Oh ja, Shy Guys. Manchmal sehen sie hier sie am Hafen. Aber normalerweise benehmen sie sich. Sie kommen von Osten. Wer weiß schon, was sie hier verloren haben? Aha. Sie kommen von Osten. Also muss es irgendwo in diese Richtung hier sein. Irgendwo her. Vielleicht in diesem Haus hier, wo es schön grafikbackig ist. Schauen wir mal rein hier. Was ist das hier für ein Haus? Ein ganz normales Familienhaus anscheinend. Hallo. Im Haus nebenan veranstaltet jemand einen ziemlichen Wirbel. Es liegt zwar einen Haufen Kinder mit Holzschuhen an den Wänden tanzen. Und ich dachte, das Haus wäre unbewohnt. Wie unheimlich. Aha. Hi Mario. Ach übrigens, wüsstest du, dass das Haus neben unbewohnt sein soll? Auf eigenartige Weise höre ich jede Menge Lärm von dort. Vielleicht ist es ein Diebesversteck oder wie gruselig. Ein Diebesversteck direkt nebenan. Oh mein Gott! Direkt nebenan, Moment, neben euch ist hier der Laden. Also das hier. Das blaue Häuschen ohne Tür. Und dieses Haus hier. Mit der Tür. Schau mal rein hier. Was ist da drin los? Ist es unbewohnt? Ja, stimmt. Unbewohnt. Vielleicht eine Blumenplatte, eine versteckte. Oh. Hi. Es ist Mario! Was zum... Wo ist der Shy Guy hin? Die Lösung hier ist ein bisschen verrückt, Leute. Es ist nämlich wirklich dort, wo der Shy Guy jetzt nämlich gerade reingegangen ist. Also wirklich, die Lösung ist, man braucht nämlich dazu Lady Boo. Und man muss sich hier drin unsichtbar machen. Wo ist egal? Man muss jetzt unsichtbar machen und warten. Das hier ist die Lösung. Wie man da drauf kommt? Ja. Note. Und da ist es jetzt. Da ist ein Geheimding. Das kann man vorher nicht öffnen. Das geht nur, sobald man es gesehen hat. So, eine Spielzeugkiste ist hier. Wie kommt man da rein? Eine Spielzeugkiste, was da wohl drin ist. Ich würde sagen, ja, schau mal rein, Hammer rauf! Nix drin, okay, dann springen wir halt mal drauf. Bang! Und Mario wird kleiner! Und wir kommen bei Kapitel 4, Spiel mit dem Zeug! Ja, wie man das rausfindet, ist wirklich sehr, sehr crazy. Die Musik hier drin ist ein bisschen, ich sag mal, leicht kindlich. Und hier wohnen auch Tots. Ich weiß nicht, wie die hierher kommen. Und ich weiß auch nicht, ob sie wirklich real sind, aber wir sind in einer Spielzeugkiste, Leute. Leute, wir sind in einer Spielzeugkiste.
Ich arbeite hier am blauen Bahnhof. Aber seit hier keine Züge mehr fahren, bin ich mehr oder weniger arbeitslos und krieg kein Geld. Aha, einen Zug gibt's hier? Willkommen am blauen Bahnhof. Ich bin blau. Leider können wir dich nicht zu einer deiner anderen Haltestellen befördern. Zwar haben wir den Bahnhof, die Schienen und all das Zeugs, aber leider haben wir keinen Zug. Hier fehlt also ein Zug. Hier kann man nebenbei wieder raus bei diesem Trampolin. Und schauen wir mal, was hier abgeht. Auf jeden Fall... Oh, neue Gegner. Stimmt, stimmt, stimmt. Da war doch was. Nämlich gelbe Scheigeis. Ah! Voll daneben. Dann halt so. Anschauen mal. Scheigeis. Was können sie? Wer sind sie? Und was haben sie drauf? Das ist ein Scheigei. Das sind regelrechte Tunichtgute, richtige Schlinge und, naja, maximal KP 7, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Na, geht so. Manchmal setzen sie akrobatische Attacken ein, die über eine Angriffskraft von 3 verfügen. Wer weiß schon, was in diesem Sternfrieden vorgeht. Es sind vorher ziemlich verrückt. Ich glaube zwar, dass sie gefährlich sind, alles im Allen, aber ja harmlos. Ja, sind ziemlich coole Gegner. Und ich sehe gerade, mein anderes Plugin hier hat ein interessantes, anderen Bug, aber egal. Ah, der macht seinen akrobatischen... Ah! Einfach abwehren zum richtigen Zeitpunkt ist... Ah! Ist nicht so schwer. Okay, das Akrobatische ist leichter abzuwehren als wieder ein normaler Angriff. Hoppa! Ach, lustig ist, wenn man das durchgehen lässt, kommt so ein Applaus. Okay, Mysterium setze ich später ein. Wie besiegt man die am schnellsten? Das ist eine gute Frage. Ich hol mal Cooper raus, denn ich brauche hier Multi-Attacken. So, los geht's mit dem Power Panzer! Hoppa! Und tschüss Nummer 1. Dafür bekomme ich 2 Sternpunkte. Ist das nicht so? Bemerkenswertes. Das Gute ist, sie haben genau 7 KP, will heißen mit dem A. Unserem Professor-Sternchen werden sie One-Hit und ich glaube, dem setze ich auch mal einen Sternsturm zum zweiten Mal. Puh, los geht's! Da meine Energie sich eh gleich wieder auffüllt. Wegen den Sternpunkten. Los geht's! Sternenattacke! Bam, bam! Und tschüss, Freunde! Und dafür gibt es 6 Sternenpunkte! Und genau dafür ein Level Up! Ich glaube, ich höre mal wieder die Glückpunkte, oder? Ja, Glückpunkte. Noch mehr Glückpunkte für Mario, so. Oh, ein schwarzer Schallgeist, den sollte man meiden. Bis jetzt zumindest. Und ein anderer Schallgeist hier auch noch. Also es gibt hier mehrere Varianten von denen. Und jeder hat andere Angriffe und Techniken drauf. Dies wird ziemlich lustig werden. So, neuer Schallgeist. Dann greife ich mal so an mit dem Powerschlag! Macht genau 6 KP Schaden. Schön. Also das ist ganz schön stark. So, Scanner Nummer 2, das ist der Groove-Guy. Das ist ein Groove-Guy. Groove-Guys tragen seltsame Klammern. Sieht aus wie ein Harlekin. Vermutlich ist es Bühnenkleidung. Psst, weiß doch, wie Künstler sind. Maximal KP 7, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Hin und wieder rufen sie auch Verstärkung. Oder sie wirbeln vor dir herum, um dich zu verwirren. Diese Kerle sind Nervensägen. Also lass sie uns besiegen, bevor sie uns lästig werden. Lästige Nervensägen? Okay. Und. Upp. Ah, die sind sehr schwer abzuwehren. Weil die immer schneller werden. Das ist gar nicht mal so ohne. So, Powerschlag! 1, 2, 3, 4! Also, mein Angriff ist das mal hier nicht ohne. Kann man auch hier gebrauchen. Ohne den Angriffsboost von Mario wäre es hier wirklich sehr hart. So, tschüss, mein Freund. Und noch immer für einen Scheigei 2 Sternpunkte. Ja, die geben lange sehr. Okay. Einiges an Sternpunkte. So, dieses Pferdchen hier macht komische Geräusche. Schau mal weiter. Es sind hier auf jeden Fall coole Sachen. Ich finde, das Spielzeug ist nur viel zu kurz. Also das Kind ist einer der kürzesten im gesamten Spiel. So, und diese Schalke ist hier, die versteckt sich. Oh, sie versuchen es zumindest. So, Stampfattacke, Bams. Und ich glaube, die zählen auch als andere, oder? Nein, nein, okay. Das sind grüne Schalke, zählen schon als gescannt. Wenigstens etwas.
So, dann lad mal auf, Gumbario. Yay! Man kann in der nächsten Runde diesen Schall gewonnen hätten und akrobatische BAM! Das hat so einen geilen Sound. So, Kopfnuss! Hau rein, Gumbario! BAMS! Und tschüss! Ziemlich einfache Gegner. Haben sie nicht wirklich drauf. Einzige Gute an denen ist, dass der akrobatische Angriff einen geilen Sound hat. So, dafür gibt's eine Feuerblume! Yay! So, ich pack mal Koopa aus. Den brauche ich jetzt öfters, glaube ich. So, oh, ein Pilz! Und noch ein paar andere Items, die ich jetzt haben will, ja? Will haben! Und dafür gibt es dann Powerpanzer! Ha! Hi! Ho! Ach ja, macht das hier Spaß? Also der Schalke Spielzeugkiste ist wirklich ein Kapitel für sich. Es ist viel zu kurz. Einfach würde ich jetzt nicht unbedingt zahlen, aber das Finden alleine dauert ja schon. Wenn es alles mal spielt, wie soll man das finden? Ich meine, ich habe auch stundenlang gesucht, aber das war einfach nur nervig. Mehr kann ich erzählen, schon alles so lange her. Oh ja, oh ja. So, und dafür gibt es eine Backmischung. Backbasis für leckere Kuchen. Stellt ein Bab in Blödbuchse her. Ich habe vorhin eine Felsmütze gekauft. Ja, Apfel brauche ich jetzt eh nicht. So, die Items hier brauche ich nicht. Aber den Taschenrechner brauche ich. Der ist ein wichtiges Item. Komm her, mein Freund. Du kannst dich vor mir nicht verstecken. Und dafür gibt es eine Stampfattacke vom Dienst. Also sie sind nur nervige Gegner, mehr nicht. Hoppa! Und tschüss! Tada! Ich weiß nicht, ich finde die Schalke ist wirklich schwach. Ich meine, es gibt zwar ein paar krasse, ja, aber... Und das Kapitel, wie gesagt, viel zu kurz. Wir werden erzählen, wir haben das sicher in... zwei Parts durch. Wenn man denkt, eigentlich bei anderen Kapiteln sogar manchmal drei Parts brauche, naja. Und dann kommt auch noch ein bisschen was anderes dazu. Okay, das ist jetzt nicht so. Könnte schlimmer sein. Zack! Bam, bam, bam. Ich weiß nicht warum, aber ich freue mich nie auf diese Spielzeugkiste. So, und dafür gibt es den Taschenrechner. Man muss jetzt nämlich alle Items, die gestohlen wurden, wieder zurückholen. Ist zwar ein bisschen nervig, aber es ist nichts, wo ich sagen würde, ach nee. Moment. Ich sehe gerade, ich komme hier nicht weiter. Ich glaube, das ist nur für den Taschenrechner hier, dieser Platz. Oder lass mal checken, hier ist nix. Auf jeden Fall, die Spielzeugkiste ist nichts für mich. Bin schon allzu viel. Ich meine, ich mag solche Bauklötze, ja, sie sind cool. Und haben ein bisschen in Kindheitserinnerungen, aber ist nicht so meins. Nicht mehr. Vielleicht deswegen. Dass ich dieses Kapitel nicht mehr so gerne habe. Bam, 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 bam. So, diesen Schalker sollte man nur ansprechen, wenn man da vorbereitet ist. Ich werde es mal versuchen, aber der ist richtig, richtig krank. So, hi. Also, halt dich von der Schatzkiste fern, Kumpel. Sieh grad mir, leg dich nicht mit mir an. Doch. Du willst kämpfen, hast du Knall? Gegen mich hast du keine Chance, bist du sicher, dass du kämpfen willst? Ja, ich will kämpfen. Wie nun? Du willst, wie du willst. Ich nehme die Herausforderung an. Jetzt geht's rund, Kumpel. Ich sag dich, ich hätte dich gewarnt. Jo, das ist ein optionaler Kampf und der ist ziemlich krank. Das sieht jetzt zwar aus wie ein normaler Schalke, Leute, aber unterschätzt ihn nicht. Der ist richtig, richtig krass. Ich hau mal mit Donnerblitz rein. Bams! Der ist wirklich sehr, sehr stark. Das ist nämlich der Anti-Guy. Das ist ein Anti-Guy. Seine Attacken sind so stark, dass man ihn auch als Vernichtungs-Guy nennt. Maximal KP 50! Angriffskraft 10!
Wen hat's denn da geschmissen? Wenn der eine akrobatische Attacke ausführt, bedeckt seine Angriffskraft 12. Also versuche hier auszuweichen. Dieser Kerl ist knallhart, also nimm ihn nicht auf die leichte Schulter. Sag ich doch, knallhart. Und hopp! Ah! 9 Schaden. Ich esse mal nix, sondern ich benutze meine Felsmütze. Mario ist für eine bestimmte Zeit unbesiegbar. So, ich lade mal auf mit Gumbario. Würde ich hier jeden empfehlen, Gumbario aufzuladen? Ihr könnt auch mit Lady Boo kämpfen. Das Interessante ist nur, ja, ihr seht, was da abgeht. Er macht schon mit normalen Angriffen 10 Schaden und das ist nicht normal. Der Kerl hat's drauf. Und zwar derbe. So, mein Ding hält nicht mehr lange. Ich versuche ihn mit einem Schlag zu töten, aber das wird sehr, sehr hart. So, und nochmal. Bing! So, Mario ist wieder da. Ich bin... Ne, wirklich, glaube ich, funktioniert gar nicht bei ihm. Ich weiß gar nicht, was funktioniert bei ihm. Auf jeden Fall nicht viel. Ich habe einen Lebenspilz, wie ihr seht. Bei Hackers habe ich auch noch. Mysterium ist ein bisschen gefährlich. Ja, Erfrischung. Ich muss ihn irgendwie hinauszögern. Dass mein Gumbario hier dann maximalen Schaden raus hat. Um die 20 oder so. Das könnte ein bisschen dauern, Leute. Nur kein Stress, wir haben Zeit. Yay. Die KB-Regeneration ist ja auch nicht ohne. So, nochmal. Mehr. Ohne bei Hackers Kick würde ich gegen den nicht antreten. Und jetzt geht's los. Achtung. Wupp. 11 Schaden. Autsch. So, bei Hackers Kick. Ich brauch dich mal. Nom 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 nom. Ich kann euch nur empfehlen, hier so viel KB-Regeneration mit möglich mitzunehmen. So, wie viel habe ich jetzt schon aufgeladen? 2, 4, 6, 8, 10, glaube ich. Das wird knapp. Das wird auf jeden Fall knapp. So, er greift nochmal akrobatisch an und... Wuppa! Also, ich sage mal nichts, aber der ist krank, oder? Am liebsten würde ich ihn nicht stoppen, aber... Sternsturm bringt nichts. Erfrischung! Einzig, was ich jetzt machen kann, ist wirklich nur Erfrischung jede Runde. Bis Mario irgendwann mal drauf geht und sein Lebenspilz verbraucht. Und dann muss Gumbario so viel reinhauen, wie es geht. Ich kann nur empfehlen, gegen den zu kämpfen, wenn ihr wirklich wisst, was ihr tut, Leute. Okay, ich weiß es auch nicht gerade, aber hey, scheiß drauf. Und wieder 10 Schaden! Ah! Okay, aber egal was ich tue, er bringt Mario nächste Runde um. Ich habe eine erhöhte Angriffskraft wegen meinen Orden. Das heißt, Powerschlag und Angriffsplus! Yay! Yay! Los geht's, Mario! Wir wollen töten! Yeah! Bah! 11 Schaden! Sag, Gumbario, und du hast als auch einen. Und BAM! Stunks! Man sieht ohne... Oh! Lebenspilz hätte jetzt auch verloren. Aber sogar ohne Lebenspilz geht's wegen meinen Orden. Lucky! Lucker! Yeah, und dafür gibt es sage und schreibe 15 Sternpunkte. 16. Puh, knallharter Kampf. Also, der ist nicht ohne. Und was gibt's dafür? Dafür gibt es... Dein Graf Plus Orden! Erhöht Sprung- und Hammerangriffskraft um 1. Ein ziemlich cooler Orden. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer der ist. Schauen wir mal gleich. Dann bam 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 bam. Da! 6 kostet der! Wow. Nicht gerade billig. Was könnte ich raus tun, was ich jetzt nicht brauche? Schauen wir mal. Herzlein ist immer gut. Meditation brauche ich jetzt nicht so dringend. Erdbeben ist jetzt auch mehr oder weniger für einen Arsch. Schlag plus. Powerdown brauche ich nicht. Powerdowns. Ja, Mulchsprung lasse ich drin. Dafür gibt es den Kraft plus Orden. Der ist wirklich cool.
erhöht Angriffs- und Hammerattacken um 1, kostet halt 6 Ordenpunkte. Ist zwar teuer, aber er ist gut. Ich finde den Orden wirklich ein bisschen hart. So, und jetzt das unbedingt speichern. Ich will nicht nochmal kämpfen gegen den. Falls er meint, nö, ich töte dich irgendwie jetzt. Bei dem Spiel weiß man nicht. So, schauen wir mal, was uns zur rechten Seite abgeht. Also dieser Scheiger, der hatte es drauf. Das war ja wirklich der hart. Ah, und jetzt ist hier unsere alte Freundin von Bowser. Die zaubert eben nämlich die Items her, die Lady Peach zu Bowser gesagt hat. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel statt Kluber Pilz gesagt hat, dass man keinen Pilz mag, dann zaubert sie einen Pilz her. Das ist kein Scherz. Ich kann es kaum erwarten, mit Mario herkommt. Er wird so gehörig Trash kriegen, dass er sich anfängt zu weinen und könnte Bowser nicht mehr so schrecklich lachen. Komm und hol sie, Mario. Was geht ab? Ja. So, diese Dinge sind auch interessant. Da muss man nämlich eine Stampfattacke machen. Und dann nutzen sie sich als Trampolin. Das ist richtig cool. So, Schallgeil, komm nur her. Komm nur her, ich kämpfe gegen dich gerne. Bams. Jetzt sogar noch mit mehr Angriffspower. Ich zeig's euch. Bams. Und tschüss. Man kann natürlich hier auch ohne den Angriffspower-Orden durch, aber hey, wenn man ihn schon hat, dann soll man ihn auch nutzen, nicht? Ach, da machst du eine akrobatische Attacke, na dann. Komm, naja, bang! Und Mario's in Gefahr will heißen, der hat jetzt sogar noch eine höhere Angriffskraft. Das nennen wir mal Danger Mario, nämlich 5 pro Sprungattacke. Also, wenn das nicht wehtut. Aber ist ja auch nicht mehr. Na toll! Warum hast du nicht vorher verdoppelt meine 16 Ohren Sternpunkte? Nein, sie verdoppelte 4. Auch nicht schlecht. Naja, man kann nicht alles haben. So, oh, ein paar Herzchen ist immer gut. Und hier geht's weiter, nämlich hier drauf springen. Stampfattacke. Boing! Und es geht 4 weiter. Oh, verdammt. Der geht nicht runter, nein. Man muss nämlich auf das Trampolin. Wuppa! Ich finde diese Trampolin-Geschichte hier interessant. Und boing! Natürlich auch das Geld einsammeln, was hier ist. Geld! So, und hier ist ein neuer Gegner, nämlich ein fliegender Schalke mit Ballons. Die sind ziemlich, ja, hartnäckig. Schau mal, Scanner! Die sind nämlich eigene Gegner, Sky Guys. Das ist ein Sky Guy. Sky Guy ist ein meisterhafter Ballonfahrer. Maximal KP 7, Angriffskraft 3. Auch die Ballons können angegriffen werden. Wenn sie zu Boden fahren, sind sie nichts anderes als normal Sky Guys. Ich wünschte, ich hätte auch einen Ballon, dann könnte ich schweben. Das sieht einfach toll aus. Angriffskraft 2. 4, 6. Das wird knapp. Multisprung. Ah ja! Das heißt es abwehren. Oh. Mein Glück, wie das war. Oh, und. Ah! Diesen Angriff abzuwehren ist gar nicht mal so ohne. Oh oh. Oh oh, abwehren! Oh! Ah! Einen einzigen KP! Ist mir doch sowas denn egal! Muhaha! Wuppa! Und dang! Und tschüss! Das sind mal krasse Gegner. Langsam aber sicher geht Mario die Puste aus hier. Also solange nicht drauf geht, passt's. Also bald Mario einmal 0 KP hat, aktiviert sich ja der Lebenspilz. Aber falls man keinen Lebenspilz hat, heißt es sofort Game Over. Da kennt das Spiel nichts. So Leute, ich stelle mich hier auf den Block, bin in Sicherheit hier und sage bis zum nächsten Part und ciao. Wuhu.